Thank you.
Die Pferde folgen mir runter zum Fluss freiwillig, ohne jeglichen Druck oder Kontrollmittel. Und ich komme nicht umhin, mich zu fragen, wie sind wir bloß auf den Stand gekommen, wie die Pferde heutzutage gehalten und trainiert werden. So weit weg von allem dem, was ihre Natur ist. Und wenn ich diese Pferde beobachte in ihrem natürlichen Rhythmus, es bewegt mich zutiefst, dieses Leben zu beobachten, diese Freiheit, diese Zufriedenheit. Und ich erinnere mich, es ist 3 Jahre her, gerade jetzt, seitdem ich meine Pferde hierher geführt habe. Das sind die Bilder von meinem Facebook-Account, von der Zeit, auch Umzug ist dort und alles, die Entscheidung, ja, dieses Gefühl, als wir dort angekommen sind und diese Freiheit gespürt haben. Und ich feiere es gerade, diese Entscheidung, weil nach wie vor ist das Gefühl gleich, es ist überwältigend und jetzt leben doch so viele Pferde hier, die das Gleiche erleben können. Und das erfreut mein Herz zutiefst. Das Leben der freien Pferde, wie wunderschön es ist. Die Tage vergehen auf diesem neuen Gebiet und die Pferde genießen es sehr, hier zu laufen, hier zu wandern. Ich habe sie gerade gerufen, sie sind wieder gekommen. Wenn die ganze Herde kommt, wenn man ruft, das ist schon wirklich so ein tolles Gefühl. Und das ist Genuss eigentlich für Mensch, wenn die Tiere angaloppiert kommen, wenn sie wirklich in hohem Tempo auf einen zukommen, das ist wirklich großartig. Und dann sind wir ein kleines bisschen durch den Wald gewandert und ja, so sieht es aus.
Die Tage sind sehr heiß und jetzt ist auch Dürre bei uns. Die soll ja 2,5 Monate oder 3 Monate anhalten ohne Regen und mit wirklich sehr hohen Temperaturen. Und hier sieht man die Bedeutung der Bäume auf dem Gebiet, wo die Pferde leben, oder auch dann auf einer Wiese, wo man die Pferde hat. Weil wenn ganze Wiesen hier verdürrt sind und nichts mehr zu grasen gibt, im Wald gibt es etwas zum Grasen. Also unsere Pferde hatten trotz 3-monatigen Dürre immer Gras zur Verfügung, wegen dieser Wälder und Gras dorthin. Und das ist wirklich von unschätzbarem Wert. Ich habe euch das in meinem Buch beschrieben, wie ich das auf meinem Hof gemacht habe und was man alles pflanzen soll, damit die Weiden möglichst sich selbst erhalten können.
Heute will ich euch ein kleines bisschen zeigen, wie das hier im Wald aussieht bei den Pferden. Das ist jetzt tagsüber. Es ist vielleicht 10 oder 11 Uhr. Und ich bin heute ein bisschen spät hier dran. Normalerweise bin ich immer in der Früh oder am Abend da. Aber ab und zu mal mag ich es gerne, auch tagsüber zu kommen und hier zu filmen, wie die Pferde tagsüber stehen oder was sie machen, einfach nach ihnen zu schauen. Und ich möchte euch gerne zeigen, hier wo die Pferde sich bewegen und wie schön sie es jetzt hier auch im Sommer, also bei der Hitze, im Wald haben. Wir hatten große, große Hitze und Dürre, aber im Wald ist immer noch Gras vorhanden. Jetzt hatten wir ein paar Mal Regen, aber im Wald gab es immer Gras. Und das ist so gut für die Pferde, dass sie ständig etwas Grünes, Saftiges zu essen haben, weil im Sommer kühlt das. Und hier sieht man ja auch, Sascha isst ja gerade, ich glaube, das sind Haselnusssträuche hier, ja genau. Das essen die Pferde regelmäßig. Das zeige ich dann auch in den Videos. Und hier sind sie im Wäldchen. Und guckt mal euch das an, wie schön das hier ist. Und wie toll sie es haben hier auf diesem Gebiet. Das ist mein Lieblingsgebiet, wo die Pferde sind, wegen diesem Wald. Weil es gibt ja mehrere solche Waldbereiche mit hohen Bäumen und die Pferde verstecken sich ja hier in diesen Gebüschen und essen ja Blätter derweilen, also sie haben das wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr angenehm. Es ist kühl im Wald, weil draußen ist heiß. Sobald man in die Sonne kommt, ist es sehr warm. Und natürlich auf der Wiese ist alles verbrannt und es ist heiß. Und hier ist es toll. Und die Pferde stehen jetzt da und ruhen. Das machen sie meist den ganzen Tag über. Sie bewegen sich hier in diesem Bereich praktisch, wo es kühl ist, und grasen hier ein kleines bisschen, aber viel essen sie tagsüber nicht. Sie grasen dann meist abends. Sie sind abends dann aktiv und tagsüber ruhen sie. Ich zeige das ja auch in meinen älteren Videos. Von Akazienhof, dass meine Pferde das auch so gemacht haben, und die Pferde werden das im Sommer generell so machen. Das ist das, was wir in Akademie Liberty Stallmanagement auch immer wieder lehren, dass man die Pferden im Sommer Zugang zu den Wiesen nachts ermöglichen soll, weil dann können sie in Ruhe grasen, und tagsüber ist es dann so. Und das ist wirklich herrlich. Die haben hier sehr viel Platz gemacht. Man schaut sich nur diesen Platz hier zwischen Bäumen. Und die ruhen dann so. Herrlich. Es ist auch toll. Es gibt ganz wenig Fliegen hier. Und die Pferde haben ihre Ruhe. Und das ist ganz still und angenehm. Mal hier, wenn man darauf schaut. Es ist alles schön geschützt von der Sonne. Es ist eine tolle Luft hier drin. Das ist nicht so wie im Stall stickig, weil wenn die Pferde im Stall stehen tagsüber, dann ist es oft stickig drinnen, wird auch sehr warm. Und hier ist es gar nicht. Hier weht ein kleines bisschen Wind. Und es ist kühl, es ist tolle Luft. Pferde können richtig schön atmen. Also hier könnte man jetzt praktisch Liegestuhl hinstellen und sich hier hinlegen bei den Pferden. Würde man wirklich Tolles haben, also keine Fliegen.
wie sehr, sehr wenige. Es ist wirklich sehr toll. Ich bin sehr froh, dass Sie jetzt hier sind auf diesem Gebiet, weil ich es selber genieße, hier mit Ihnen zusammen zu sein. Und ich fühle mich auch besser hier, wenn es kühl ist, als jetzt in der Hitze. Und so ist das dann. Die haben auch viel, viel Platz, sich hier im Gebüsch zu bewegen. Es ist also nicht nur ein kleiner Platz, wo man diesen Schatten hat und diese Kühle, sondern es ist ganz Gebiet, ist so. Und ja, die haben Platz, sich da einfach mal hinzustellen, wie sie möchten. Und ein Pferd stört das andere nicht, außer so wie jetzt Sascha, die sich jetzt da reinschiebt. Und ein Tiger musste weg, aber ansonsten stehen die einfach so, wie sie möchten. Keiner stört den anderen. Es ist super. Das wollte ich euch nur zeigen, wie das aussieht. Kamal ist auch da. Ja, und ich werde jetzt nach Hause gehen. War jetzt hier lange Zeit mit den Pferden. Und sie können dann ruhen und ihrem Rhythmus nachgehen, beziehungsweise jetzt stehen sie. Und hier noch ein Blick und diese Wege, die sie dann immer gehen. Da hinten, hinter diesen Bäumen, ist diese große Wiese. Jetzt hat es geregnet, jetzt wächst dort auch wieder mal was. Und die haben aber hier schon noch zu grasen. Und da unten geben wir ihnen auch Heu am Eingang zu diesem Gebiet. Schmeißen wir immer ein paar Ballen Heu hin, dann haben sie auch Heu, aber viel essen sie davon nicht, weil sie es bevorzugen zu grasen. Jedes Pferd will grasen. Ja? Und das machen sie hier ja, lieber als Heu zu essen. Sie nehmen zwar ein bisschen, aber nicht viel momentan. So.